Der Wechsel von der Schule in den Beruf ist sicherlich eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Viele Jugendliche entscheiden sich für eine Ausbildung im Handwerk. Warum sie diese Wahl getroffen haben, wie die ersten Tage als frisch gebackene Lehrlinge gelaufen sind und welche Pläne sie für die Zukunft haben, darum geht es heute bei HWK-TV. An der beruflichen Startlinie stehen diese Jugendlichen der Bauhandwerker. Wir haben sie begleitet bei ihrem Weg in die überbetriebliche Lehrunterweisung bei der Handwerkskammer Koblenz. 200 Jugendliche erweitern hier ihr Wissen als Zimmerer, Maurer oder Straßenbauer. Einer von ihnen ist der 15-jährige Jan-Niklas Schumacher, der erzählt, warum er Zimmerer werden wollte. Ich war früher schon mit meinem Vater im Werthaus gebaut, haben wir schon mit Holz mitgearbeitet. Und da habe ich gedacht, dann probiere ich das mal aus. Da habe ich mal Praktikum gemacht, hat es mir gefallen und so auch schon die Lehre da angefangen. Und während Jan-Niklas an seinem Arbeitsplatz sägt, entsteht wenige Meter weiter in der Halle der Straßenbauer eine Pflasterarbeit. Akribisch geht es hier zu. Wächst aus einzelnen Steinen mit Maß und Liebe zum Detail eine Straße. Hier greift unter anderem der 2-Meter-Mann Benedikt Kress zum Werkzeug. Ich habe immer gerne im Freien gearbeitet und ich hab mich sehr für Technik interessiert. Nachdem ich mal in Windhagen war bei der Firma Wirtgen, hat mich das sehr mit Straßenbau fasziniert und dann hatte ich überlegt, Straßenbauer zu werden. Andere Werkstatt. Wir sind bei den Maurern. Ein Beruf mit Tradition, in dem mit Dorothea Stender auch ein Mädchen für ihre berufliche Zukunft Maß nimmt. Ja, also nach dem Abitur habe ich Praktikum gemacht, mehrere Praktikas bei der Firma, wo ich jetzt auch arbeite, Paul und Partner. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte gerne, also wir bauen in unserem Haus alleine sehr viel um. Und da bin ich allein schon ans Handwerkliche gekommen und das Maurer macht mir einfach sehr viel Spaß, weil man alte Sachen neu instand setzen kann und auch neue Sachen schaffen kann. Und ich möchte danach auch dann Bauingenieur studieren. Ja, es ist ja jetzt der erste Tag hier, aber ich finde es ja alle sehr nett. Also ich komme auch mit allen gut klar, ganz anders als erwartet, muss ich zugeben. Aber macht auch viel Spaß, auch im Betrieb. Alles wunderbar. Habe ich mich sehr gefreut, ist die richtige Wahl. Ein Mädchen in einem traditionellen Handwerksberuf. Das ist auch die Geschichte von Patricia Scheidt. Die junge Westerwälderin erlernt das Müllerhandwerk in der Michelbacher Mühle. Die steht in der Nähe von Altenkirchen. Ein spannender Beruf, von dem nur wenige wissen, was man alles leisten muss und wie der Arbeitstag einer Müllerin aussieht. Was macht man als Müller? Ich komme hier morgens um 6 Uhr hin, dann beladen wir erstmal den LKW für die Tour. Dann prüfe ich die Kleiebestände und die Getreidebestände. Dann mache ich meistens ein paar Reinigungsarbeiten. Und ja, meistens dann wird das Mehl kontrolliert, was in der Zeit gelaufen ist. Fasst Patricia Scheidt bescheiden eine Momentaufnahme ihrer aktuellen beruflichen Situation zusammen. Müllerin hieß der Ausbildungsberuf bis vor kurzem, nun Verfahrenstechnologin in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft, was auch die Arbeit im Labor einschließt. Eben war ich im Labor und habe das Getreide überprüft, was bei uns jetzt durch die Mühle gelaufen ist. Das heißt, ich überprüfe das Mehl, was im Endeffekt rauskommt, auf sein Protein, auf die Fallzahl, also auf die Amylase-Aktivität und dadurch können halt wir in der Mühle besser feststellen, ob das Getreide in Ordnung ist oder ob unser Mehl später für den Endkunden bzw. für die Bäckereien genügend ist. Auf dem Weg nach oben. Das trifft es für Patricia Scheidt beruflich, aber auch im Mühlenalltag. Denn die Michelbacher Mühle erstreckt sich mit ihrer komplexen Technik über mehrere Etagen. Und auch die Arbeit an der Technik, Wartung bis Reparatur, gehört zur Ausbildung dazu. So kennt die junge Handwerkerin natürlich auch das Innenleben der Maschinen, die, wenn alles läuft, täglich 1000 Tonnen feinstes Mehl herstellen. Damit ist die Michelbacher Mühle eher klein, aber fein. Das schätzen die Kunden. Und so arbeitet der Betrieb in dem eher seltenen Handwerk sehr erfolgreich und baut seine Marktstellung kontinuierlich aus. Nun mit Patricia Scheidt, die über ihren außergewöhnlichen Werdegang erzählt. Also ich habe zuerst eine Hauswirtschaftlerin Ausbildung gemacht, damit auch mein Fachabitur. Danach habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und jetzt halt die Müllerin bzw. Verfahrenstechnologin für Futtermittel und Mühlentechnologie. Und danach würde ich gerne auch ein Studium absolvieren im Bereich der Lebensmitteltechnologie. Ganz konkrete Pläne, an deren Ende Patricia das Reinigungsunternehmen ihrer Eltern weiterführen möchte.
Deswegen habe ich mich für den Beruf entschieden. Unsere größten Kunden sind halt die Mühlen in Deutschland und in den Benelux-Ländern. Somit hat sich das dann halt ergeben. Allen jungen Lehrlingen wünschen wir viel Erfolg. Mit der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz stehen Experten bereit, die Jugendliche, aber auch ausbildungswillige Betriebe bei Fragen zu Lehre und Ausbildung im Handwerk unterstützen. Um Berufsfindung geht es auch in unserem aktuellen Tipp, denn am 1. Oktober findet bei der Handwerkskammer das große Schulfest statt. Eine Mischung aus Spiel, Spaß und Berufsfindung. Mehr Informationen gibt es dazu im Internet unter hwk-schulfest.de. Und noch ein Internet-Tipp. Unter hwk-koblenz.de, Stichwort Lehrstellenbörse, gibt es zurzeit noch rund 300 freie Lehrstellen im Handwerk.